Ein herzliches Willkommen unter Lothar, meine Party, Let's Play The Sky 5 Alliance of Vengeance. Ich bin es, euer MC Mafix. Beim letzten Mal sind wir hier in eine neue Welt gereist, haben hier einige merkwürdige Sachen über Kiel erfahren, dass es irgendwie einen anderen Kiel gibt, irgendwie so, und er irgendwie eine schlimme Vergangenheit hatte, über die jetzt noch nicht mehr hier gesagt worden ist, aber zumindest, dass er aus diesem Grund der Rache an Dark Void hier verführen will. Wir haben einen neuen Begleiter, nämlich Red Magnus, den Overlord hier des Feuers, und ja. Damit sind wir in eine neue Welt gereist, die auch von dir, den Verlorenen hier, erobert worden sind und haben hier beim letzten Mal denen den Hintern versohlt. There, it's ready. What are you doing? Can't you tell? As you can see, they've been sentenced to a firework rocket ride. Do you always do things like this? Of course! They need to be finished off! As a demon, it's the polite thing to do. Red Magnus did this to all his Rudy-Poo underlings to punish them. For the Supreme One, who's on his way to becoming the strongest overlord, this is super normal. What kind of strongest overlord do you want to become? If an idiot like him ever became the strongest overlord, he'd ruin the entire universe. Stop! We were just following orders! If you're pleading for your lives, try telling that to all the people you made cry! Now, super blast off to the edge of space! Beautiful. They appear to be very dangerous. I'm starting to doubt whether I can really use them. I was on my way to a promotion, but now I must head down a dangerous path. Oh, this is so stupid. I'm sure the culprits were simply brainless incompetents, jealous of my intelligence. But this anger, what should I do? I will definitely find the culprits and claim my revenge. Yoo-hoo, little Christo! How you doing? What do you want? My, my, you seem awfully disappointed. Did something unfortunate happen? Yes. I'm disappointed about everything. Such as how I was betrayed by my colleagues and led into a trap. And on top of that, the only person I can turn to for help is a frivolous superior like you. How very disappointing. Frivolous? You wound me. I'm concerned about you from the very bottom of my heart. I find that assertion hard to believe. Anyway, what did you want? Did you uncover any new information? Nope, I was bored, so I figured I'd call ya. Every single one of them is an idiot. Okay, damit haben wir auch dieses schöne Level abgeschlossen und hier diese merkwürdige Person getroffen, wer diese auch immer sein mag. So, hier gibt es irgendwo ein Item. Kann man auch abnehmen mit. Genau, was mit der ist, keine Ahnung. Aber das wird man doch alles sicher drauf finden. Aber davor reden wir erstmal lieber mit unserer lieben netten Seraphin. Huh? What's up, Kilia? A Red Magnus must be bothering you? Why are we having this conversation? Be honest, Red Magnus knows you really intended to enter muscles. You fool! What, Sir Kilia? He really is really interested in the beautiful lines of my legs. Alright, I better get back to hitting the road by myself. Wait, Kilia! To obtain these muscles, Red Magnus has made a super lot of his underlings call a blood daring training. So, you see, these muscles are the result of working super hard.
I feel really bad for you underlings, but I'm sure you forced them into it. Come on, look closer, Killia. Red Magnus Peaks can super move sea. What is the point of all this? Sir Killia just has to take a look of my beautiful legs or even my cleavage. No, isn't there something more important that we should be doing? Nee, ich find, das sind echt zwei richtig coole Begleiter. Killia, der ist also der Stumme super cool. Aber Leute, Magnus und Seraphine sind wirklich richtig unterhaltsam. Macht Spaß mit denen. So, gut, gehen wir gleich in die nächste Welt hier. Immer noch Spirit Internet und wir gehen jetzt in das Darkfall Memorial. Oh my, your idiocy is beyond saving. We captured the Lost, but instead of making them give up the Demon General's location, you go and shoot them off. Shut your mouth! You didn't even try to stop Red Magnus! You were doing something so idiotic, I was dumbstruck and forgot to stop you. I am not to be blamed for this. Yeah, right. When you saw the firework go off, you said, "My, how beautiful!" That was... Cut it out. Anyway, it looks like the Lost have labeled us as rebels. That probably means they'll start coming to us. Not bad. Just as I finished saying that, here they are. This battle shall decide if they are truly worth using. If they're defeated here, they're useless. I'll have no need for them. Dieser Christo, wer es auch immer sein mag. Keine Ahnung. Egal, aber erstmal hören wir uns an, was hier am Red Magnus zu sagen hat. Alright, Red Magnus will a super light and crack down on them. It's nice that you're so enthusiastic, but that is one thing you should watch out for. Is there a problematic enemy or something? Yeah, that sludge. The sludge has the ability that decreases damage taken from non-elemental attacks. It'll be hard to hurt him. And sludge have high weapon resistance against fire, fists, swords and guns. What's weapon resistance? Total resistance. All characters have resistance to weapons and elements. These are the resistance, the higher the number, the more resistance they are to those attacks. Negative numbers are bad. In the situation, fists, swords and guns are really high. If you attack with a fist, sword or gun nearly, half of the damage will decrease with the ability. It'll take about one fourth. That's problematic. The Supreme One will just have to super overpower him. That's one solution. However, there's one easier way to defeat it. The sludge has very low elemental resistance. If they attack with magic like fire, its ability won't activate. So, that means you should watch the resistance when you fight. Exactly. That's right. Now let's go. Okay, apropos, schauen wir uns das auch mal hier bei den anderen an. Da ist zum Beispiel das Schwert nicht so gut, wenn ich das jetzt hier richtig sehe, oder? War das nicht das richtig hier? Nee, das Schwert ist gut bei dem. So. Bei dem wäre das Schwert jetzt hier richtig schlecht und so. Bei denen hier wäre jetzt ein Schwert gut. Hier ist übrigens eine Magierin, da müssen wir aufpassen. Gar nicht mehr so leicht hier. Von beiden Seiten her, gut. Killia, ne warte, erstmal Seraphine. Erstmal schicken wir immer die Frau raus. Warum? Weil die Frau verdammt nochmal Fernkämpferin ist. So, hier sind Pistolen. Wo sind denn die? Ich glaube, das ist zwei. Ich glaube, die haben ein bisschen weniger hier, wenn ich das richtig gesehen habe. So. Phobe, Phobe, Phobe. Sie ist so Phobo. Gut. Killia. Also, dieser Christo, wie gesagt, wir wissen, ich habe keine Ahnung, wer das sein soll, was der darstellen soll. Wird schon einen speziellen Grund haben. Aber bis jetzt noch sehr mysteriös und. Ja, bis jetzt kann ich mir dann noch so richtig keinen Reim durchschließen. Irgendwas will er von uns, irgendwas hat er mit uns definitiv vor, aber was genau? Keine Ahnung. So, Attacke!
So, das wäre jetzt richtig cool, wenn wir theoretisch noch jemanden schmeißen könnten, aber das wird nicht klappen. So, wir schicken mal ihn dahin. So, sie dahin. Hier ist sie, das ist die Girls-Reihe und das ist hier die Männer-Reihe hier. So, mit den zwei Nahkämpfern hier. So, drei Nahkämpfer. Gut, machen wir erstmal Execute hier. Schauen wir mal, was uns erwartet. Warum habt ihr zusammen keine Special-Attacke? Das finde ich so fies. Counter, komm. Counter, Counter. Ja. Yeah. Oh, Counter, Counter, Counter. Aber ich dachte, wir haben jetzt noch einen Counter, Counter, Counter. Der hat mir ganz schön viel abgezogen. Das ist nicht gut. Das ist echt nicht gut. Warte mal. Red Magnus. Beweg dich mal dahin. Nimm das Weiblein. Kann er richtig schön weit schmeißen. Jetzt muss ich aber, bevor ich sie schmeiße, muss ich mir jetzt schauen, wie weit mal diese... So, das geht jetzt schon richtig weit. Jetzt muss ich sie gar nicht mal so weit nach vorne schmeißen. So, lift. Zack. Throw. Eigentlich... Ja, zur Sicherheit schmeißen wir sie da an. So, Special. Heal. Ah, das reicht auch so. Ja, gut. Dann passt es. Execute. Damit ja auch hier der Killer wieder schön Power hat. Blue Boy, du gehst auch mal dahin, weil sonst haben wir hier gar keinen halbwegs Fernkämpfer dabei. Das kann ich Red Magnus noch ein bisschen vorbefördern. Das wird zwar nicht weit sein, aber immer ein bisschen. So, und die Prinnies kommen beide dahin. Prinny. So, Endturn. Dann schauen wir mal. Phobe. Das wird nicht gut enden. Das wird nicht gut enden. Phobe ist halt wirklich echt schwach. Das ist traurig. Ich müsste eigentlich mal ein bisschen grinden, nämlich ein paar Level durchspielen, die wir schon mal geschafft haben. So. Weil dann stellen wir jetzt die mal hier weg. Es ist auch so dumm, die Prinnies sind auch alle nur Level 2. Und ich verstehe nicht, warum unsere Prinnies nicht irgendwie mal so ein Combo machen. Das wäre eigentlich richtig cool mal, aber das machen sie irgendwie nicht. So. Dann machen wir den hier. Den hier. Den hier, weil die umzingeln die doch so schön. Da könnten die doch auch mal so ein Combo machen, so wie die Gegner es immer machen. So. Das müsste aber definitiv reichen. Trifft nicht, war klar. Trifft nicht, war klar. Der trifft und damit sollte er tot sein. Nicht tot. Das ist natürlich scheiße. Boah, Prinny Einschlag, das ist doch lächerlich, Mann. Das ist so lächerlich, Mann. Die Prinny sind echt nur zum Sterben da. Aber die haben auch saumäßig viel Leben, wenn man sich das so anschaut. Gut. Dann Red Magnus. Oder warte mal, ich weiß nicht, wie ich mich hinstellen soll. Am besten, um hier alles schön noch anzugreifen. Gehen wir so hin. Attack. Attack, dann schauen wir schon mal. Ah, das hat schon gereicht. Das ist sehr gut. So, aber dann kann Kili auch gleich mal vorgehen hier. Und seine Special Moves raushauen. Komm schon. Wieso wirkt denn nicht, aber wenn ich move? Ja, das trifft. So, das ist cool. Dann kannst Blue Boy, du kannst, obwohl du kommst da nicht hin. Du kannst dahin gehen, liftest dir mal den kleinen und kannst ihn schmeißen. Alle hoppa. Flieg, Red Magnus, flieg. So, aber jetzt kann er sich nicht mehr bewegen. Das ist natürlich blöd. Gut, und hier. Der kann gar nicht mehr weiter vor, Mann. Was ist denn das? Egal. Dann schauen wir mal. Execute. Zack. Oh, das war schon wieder. Richtig schlecht läuft das. Phobe stirbt jetzt übrigens. Ah, gut. Was zur Hölle? 76, verarschst du mich? 76! Ey, das ist einer meiner besten Kanäle. Wir sind ja echt ein bisschen unterpowered, Mann. Ey, der hat halt noch so viel Leben. Das ist natürlich jetzt richtig schlecht. So. Beweg dich mal dahin. Bitte sag, dass der Heil so weit geht. Komm, Special, Heal. Ah! Es geht natürlich ums Arschlingen. Ist so typisch, aber warte, das ist eigentlich wurscht, weil wir gehen jetzt einfach hier erstmal, machen Special, zack, heal, den hier und damit treffen wir. So, execute gleich mal, zack.
dann move dahin. Attack. Oder warte mal, ich muss ja meine Special Moves machen, weil die kosten mich jetzt nur einen Punkt. So, Victory Bullet. Damit würde ich ihn aber auch töten. Das heißt, wir bewegen ihn mal lieber dahin. Attackieren. Gehen wir so hin, weil Phoba hat halt auch wenig Leben und die stirbt nach einem Schlag. Dann machen wir jetzt Execute. So. Ey, das ist doch lächerlich, Mann. Das ist doch ernsthaft lächerlich, Mann. Oh, wie schwach die Charaktere bitte sind. So. Alles muss Kilia machen, ganz ehrlich. So, Attack. Special. Hey. Attack Zone Obstructed, was? Das ist doch wurscht, ich kann... Wieso kann ich jetzt keinen Special Move machen? Ich verstehe das nicht, weil ich ihn dann runterschmeiße, oder wie ist das zu verstehen? Das ist doch behindert, mir ist es doch wurscht, ob ich einen Gegner runterschmeiße. Da müssen wir das anders machen, da müssen wir das alles anders machen, schon wieder so, zack, bewegen wir ihn dahin. Egal wie, warte, doch, wenn ich den jetzt mache, dann hauen wir sie zurück. Dann haue ich aber erstmal nicht zurück, sondern haue erstmal mit Red Magnus drauf. Wenn sie dann immer noch lebt, Special hier mit Kilian, zack. So, kotzt mich gar nicht an, ihr Magierin. So. Gut. Lift. Das ist halt so blöd, weil die Charaktere, die halt jetzt nicht, die ganzen Nicht-Taub-Charaktere haben so eine geringe Reichweite, wenn es ums Weggehen geht. Das ist abnormal, ja. Greif Kilian, Mann, das ist mir jetzt wurscht. Kann ich das nicht skippen? Kilian überlebt es schon. Und immer den Konter hier. Gut, sie macht jetzt erstmal hier. Oder warte mal. Wie viel Leben hat der noch? 13. So, das solltest du jetzt mal schaffen. Also, wenn du das jetzt nicht schaffst, dann krieg ich das pure Kotzen. Oder warte, wir gehen jetzt erstmal so vor. Ach komm, was haben die alle für eine Reichweite? Warum können die alle nur so wenig gehen? Also, außer Nahkämpfer haben die alle so gut wie null Reichweite. So, das sind Magier, da müssen wir aufpassen. So. Defend. So. Special. Stirb, so, der muss dadurch da tot sein. Es geht ja gar nicht anders. Das ist einfach unmöglich, dass es da anders wäre. So, zack. Und hier, Special. Espoir heilt Alimente. Nicht Alimente. Das, die Status-Effekte negative. So, Execute. Wurde ja auch mal Zeit. Gut. Dann gehst du nochmal hier raus, bewegst dich dahin und schmeißt jetzt hier gefälligst mal vor. So, aber irgendwie müssen wir ja immer vorankommen. Wir kommen einfach nicht weiter, Mann. Ich hoffe, sie ist im nächsten Zug dann auch noch in ihrem Super-Modi, weil dann machen wir unseren Special-Move und dann sind die alle down. So, dann gehen wir jetzt erstmal mit Red Magnus dahin und hauen jetzt hier erstmal den Special-Boulder-Crusher hier raus. So. Zack. So, unser Novize natürlich hat natürlich noch keine Reichweite und trifft deswegen nicht, aber wenn ich ihn... Nee, dann ist er. So, dann muss ich ihn erstmal schmeißen hier. Zack. Throw. Special. Fire. So, den treffe ich. Und dann Sir Kilia, wenn ich bitten darf. Ich weiß, er macht weniger Schaden, aber er ist trotzdem halt so stark. Deswegen sollte er trotzdem gescheit viel Schaden machen. So, Triple Strike. Dann müssen wir ihn bewegen. Ja, aber wie soll ich ihn bitte hinbewegen? Warte mal, dann müssen wir das anders machen. Red Magnus, hau mal kurz ab. Dann bewegen wir dich dahin. Mein hier die Special. Den da, dann macht er nämlich hier den beiden Schaden. Du gehst dahin. Machst hier dein Special, Boulder Crusher, und dann schauen wir jetzt mal. Komm. Einer sind wir mal down. So, Konter, Konter. Kilia ist tot. Verdammt, verdammt, verdammt. Verdammt, Mann, Kilia stirbt jetzt. Das ist doch unmöglich. Weil wir haben auch niemanden. Oh, das ist doch grausam, Mann. Aber diese Dinger, ich krieg sie auch ums Gottverreck nicht tot. Ich krieg sie einfach ums Gottverreck nicht tot. Die sind ja. Also ganz ehrlich, das ist ja so eine Kurve hier, wenn es um die Stärke hier der Gegner, das ist ja abnormal. So. Ey Leute, selbst Kilia hier mal stirbt, das ist ja schon unglaublich. So.
Aber wisst ihr was? Wir haben ja hier einen eh viel besseren hier. So, denn nun. Denn nun, ihr kleinen Drecksviecher, können wir gefälligst mal spielen. So, Special, Fire. Wen greifst du jetzt auf? Ich weiß jetzt gerade nicht, wen er angreift. So, zack. Schauen wir nur kurz auf die Uhr geschaut. Attack. Kann ich keine Special Moves machen, oder wie ist das zu verstehen? Hat er keine Special Moves? Geil. Egal, der macht auch so genug Schaden. So, er greift jetzt den an. Der soll dann down sein. Und dann machen wir Feuer auf den anderen hier. So. Und du solltest jetzt also wirklich mal sterben. Das kann ja gar nicht anders sein. So, 94. Mann! Gut, dann unsere Heilerin. Geht auch mal hier vor. Die wird nämlich wahrscheinlich gleich wieder einiges zu tun haben. So. Gut, Attack. Natürlich keine Chance, irgendwas zu treffen. Also, hör mal auf. Und machen mit ihr hier nochmal Special Heal. Und heilen hier. So, immer schön heilen, weil dann halten wir immer schöne Erfahrung. Gut, dann beenden wir erstmal die schlechte Runde hier. Oh, Kilia ist gestorben. Und das ist schon dran. So, Fire, ja, ja. Gut, macht nicht so viel Schaden. Das ist echt nicht so tragisch. Gut. Red Magnus. Kann man ihn schmeißen? Das wäre geil, Leute. Geil, Leute. Red Magnus kommt. Und er ist gut gelaunt. Er ist immer gut gelaunt. Das mag ich an ihm. So, obwohl du hast eigentlich noch ganz wenig Leben. Dann machen wir hier. Bam, bam. Spiegel. Heal. Ne. Spiegel, zack, zack. Ich verdrück mich da. Ich drücke einfach viel zu schnell rum. Ich weiß. So, bam. Dann töten wir dich. Ich weiß nicht. Ich traue es ihr halt nicht zu, dass sie wirklich jetzt jemanden mal tötet, weil das kriegt sie halt einfach nicht hin. Aber warte mal, ich hau jetzt mal Execute hier raus. So. Das reicht nicht, gell? Ja, dann ist es eh wurscht. Dann müssen wir jetzt eh hier den angreifen. Zack, und dann leider erst beim nächsten Mal können wir den dann töten. So, jetzt haut er nochmal auf jemanden drauf. 58 auf einmal, ganz ehrlich. Mal noch mehr Schaden. Erst von 25, jetzt sind es 58. So, aber Leute, wisst ihr, wer jetzt erstmal kommt? Red Magnus! Alter! Ich habe ihn falsch geschmissen! Es ist doch furchtbar, das Spiel, Mann. So, nein. Ich akzeptiere das nicht. So, ich schmeiße ihn jetzt nämlich nochmal. Diesmal direkt. So. Attacke. Attacke. Attacke ist tot, Mann. So. Leute. Richtig schlecht. Richtig, richtig, richtig schlecht. So. Erster war Seraphina. Dann Red Magnus. Und dann Blue Boy. Demo skippen wir nicht. It appears you are all relatively unscathed. It takes great brilliance to emerge from a battle with the Lost in such fine condition. Who are you? Oh, please. There's no need to be so cautious. I am not your enemy. My name is Christo. Like you, I too fly the colors of revolt against the Lost and Demon Emperor Void Dark. Ah, he really isn't an enemy. How boring. You're such an idiot. Just because he claims he is not an enemy doesn't prove that he truly isn't our enemy. Huh? Why not? You guys are funny. By the way, your fight back there was excellent. Your power took down the feared Lost Army. Especially you. You are the demon hero that I've been looking for. Me? A hero? Stop fooling around. Wait! Aren't you two being a little too familiar for guys who just met? In case you didn't know, Sir Kilia is mine. Oh, then pardon me. In that case, I shall offer to shake your hand as well, as a sign of friendship. That won't be necessary. I'm not some hussy who allows just any man to touch her skin. If you want to compare hand grip strength, step right up! Right hand or left hand? Take your pick! Well, that about does it for the greetings. Now let's move on to the main point.
If you are fighting the Lost, then you must know about the Demon General, correct? Stop holding back. I'm sure you have some information about him, don't you? You are precisely correct. You have all seen just how rough Spirit Interment has become, right? It was completely destroyed. There is only one person who could have done that. One who is so powerful, he is rumored to be one of the top Demon Generals. Demon General Bloodus. The one who is second in strength only to Void Dark? That Demon General Bloodus? Red Magnus says, just bring it! He would be such a perfect opponent! Red Magnus is trembling with excitement! Stop trying to act tough. If you two are so scared, then don't come. I can just go by myself. Who said the Supreme One was scared? Nothing scares Red Magnus! Trying to fight the Demon General without a plan? Why are men such imbeciles? It's fine. I'll use them as a distraction while I assassinate Demon General Bloodus from his blind spot. Yes, that's the plan. Please wait for me, Sir Kilia. Instead of falling on their behinds at the thought of facing Demon General Bloodus, they're actually excited. They are useful. Everyone, please wait for me. I'll lead the way. Der mysteriöse Christo hat sich also uns nun auch angeschlossen und damit haben wir einen neuen Begleiter. Ich würde sagen, wir speichern nochmal kurz und dann beenden wir auch den Part. Eine Sache wollte ich noch erwähnen, das habe ich gerade vergessen, bei dieser lustigen Szene da, wo Magnus hier die Gegner in die Luft geschossen hat. Ich glaube, es war schon beim... Nee, es war am Anfang des Partes hier. Da fand ich so cool. Was war natürlich an einer Rakete hinten dran geworden? Ein Prinny. Die armen Leute. Jetzt weiß ich, wo meine Begleiter immerhin verschwinden. Cool, Leute. Beim nächsten Mal geht es dann weiter hier mit der Sky 5 Alliance of Vengeance und wir werden dann hier herausfinden, was der merkwürdige, der mysteriöse Christo hier ist und werden noch weiter auf Prinny Köpfen rumspringen. So, gut. Und beim nächsten Mal geht's dann weiter. Bis dahin. Haut rein, auf Wiedersehen. Ciao.